eine Möglichkeit, deine Rückenstreckmuskulatur, deine gesamte rückwärtige Muskelschlinge zu kräftigen, ist die Variante im Vierfüßlerstand. Dazu bringst du deine Hände unterhalb des Ellbogens, welcher unterhalb der Schulter ist, etwa schulterweit auseinander. Die Finger sind geöffnet, bringen das Gewicht nicht nur auf den Handballen, sondern auch ein bisschen auf die Finger, um die Handgelenke zu entlasten. Deine Beine sind auch hüftweit auseinander. Deine Schulter sind weg von den Ohren. Das heißt, du bringst die Schulterblätter, die Spitzen deiner Schulterblätter nach hinten in die imaginäre Hosentasche. Spanne den Bauch fest an, blicke nach unten. Ja, lass den Bauch auf Spannung, atme weiter und strecke jetzt dein linkes Bein nach hinten weg. Die Ferse schiebt nach hinten, möglichst parallel zum Boden. Ja, und jetzt bringen deinen gegenüberliegenden diagonalen Arm nach vorne, die Finger ziehen nach vorne. Bringe Knie und Ellbogen zueinander und wieder voneinander weg. Ja, und das Ganze machst du natürlich auch auf der anderen Seite. So kräftigst du wunderbar deine Rückenstreckmuskulatur in der Diagonale und auch dein Gleichgewicht. Der Sport schafft es auch immer wieder in die Musik und umgekehrt. Deswegen die nächste Frage. Wer schrieb und sang das Lied "Es lebe der Sport"? Schick uns deine Antwort auf adventkalender@askoevat.wien. Bis morgen!